mehr oder weniger alles ist ja gesagt über Raixa. Das war übrigens richtig klasse, dass wir ganz allein waren, weil alle anderen lagen nur am Strand. Jetzt gehen wir nach draußen und auf dieser Treppe sieht man sehr gut die ganzen Etagen der Gärten. Man muss sich vorstellen, dass auf jeder Etage ein Rinnsal entlang geht, den Berghang mit Bewässerung. Und dort oben hinter den Bäumen werden wir gleich entlanglaufen zu dem sogenannten Puppenhaus. Und das ist übrigens auch die Treppe, die man in dem Film mit Peter Ustinov sieht, von dem ich gesprochen habe. So, wir gehen nun in den Apollo-Garten hoch. Als wir das letzte Mal hier waren, konnten wir noch auf die Treppen hoch und durften dann auch lang gehen. Jetzt ist es leider gesperrt. So, gehen wir mal hier hoch. Gucken mal. So, das war auf jeden Fall gerade noch die Küche. Das, was man da gesehen hat, das Fensterchen. Geht hier rein und hier ist so eine alte Mühle dann, wo man damals das dann alles gemahlen hat. Richtig toll. So. Jetzt gehen wir weiter in die Gärten. Was war da drin? Aha, faszinierend. Die Zikaden schreien sich in Wolf. Mutter hat was entdeckt. Die Wasserspeicherbecken wahrscheinlich. Tada! Wey! Da sind sie. Ein herrlicher Ausblick noch dazu. Also hierzu ist vielleicht noch zu sagen, dass es 1753 eine Zisterne war und dann zu einem Wasserspeicher umgebaut wurde mit 83 Meter Länge, 17 Meter Breite und 7,5 Metern Tiefe. Vielleicht war das noch interessant. Ich finde einfach, das ist der schönste Platz der ganzen Anlage mit einer wahnsinnigen Aussicht übers Land, auf die Berge, mitten in der Sonne gelegen und so schön noch dazu. Mich schauen, was in der Höhle ist. Das ist also diese sogenannte Puppenstube, ein kleiner Rundbau
mit Sitzbank, verschiedenen Fenstern, tollem Ausblick rundum. Und wenn man aus der Tür guckt, ganz weit auf der anderen Seite, ganz weit noch nach oben, dort ist noch eine Kapelle und ein kleiner Tempel. Aber das haben wir zeitlich nicht mehr geschafft. Das ist unsere Fensterschließerin. Okay, dann müssen wir wieder runtergehen. Oh, unsere Fensterschließerin ist ganz rot geworden. Also hier hinter diesem Fenster war angeblich das Zimmer von der heiligen Catalina Thomas und nebenan ist die Kapelle zu ihrem Gedenken. Da ist aber ein Thron.